Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hallo zusammen. heute zu unserem Video das Gauss-Verfahren Teil 2. Es geht eigentlich genauso weiter, wie es letzte Woche aufgehört hat. Wir haben wieder ein Beispiel eines linearen Gleichungssystems und wir wollen das mit dem Verfahren, das wir letzte Woche kennengelernt haben, lösen. Ja, machen wir doch, oder? Ich? Ja. Ah, boah, da ist so viel zu schreiben. Ich wollte das jetzt nicht aufschreiben. Das dauert ja so lang. Ja gut, es war schon relativ schreibintensiv letzte Woche, wenn ihr euch erinnern könnt. Aber vielleicht haben wir jetzt eine Möglichkeit, wie wir das Ganze etwas schneller machen. Oh, gibt's da was? Ja, und was zwar denn? Die sogenannte Matrix-Schreibweise. Und die zeigen wir euch jetzt. So, das hier rechts ist die sogenannte Matrix-Schreibweise. Die gibt das jetzt genauso wieder, was hier drüben steht, nur lässt die jetzt die ganzen Unbekannten x1, x2, x3 und so weiter weg. Die 3, die 6, die minus 2 sind nichts anderes als die Vorfaktoren von hier. Und hinter dem Strich steht die Zahl, die hier drüben rechts vom Ist-Gleich steht. Gilt für jede Zeile. Zeilen, wo sozusagen hier drüben nichts steht, wäre hier kein Eintrag, beziehungsweise damit die Matrix ausgefüllt ist, kann man das hier ergänzen durch eine 0. So, und jetzt kann man genau die gleichen Operationen machen wie letztes Mal. Zeilen vertauschen, eine Zeile multiplizieren, zu einer anderen dazu addieren, so lange bis wir auch auf Stufenform kommen. Und das können Sie jetzt direkt mal ausprobieren, Herr Fähnrich. Okay, dann probiere ich das mal. Mal gucken, ob ich das hier jetzt auch hinkriege. Ich male erstmal noch kurz die Stufenform hin. Dies müsste dann auch wieder die hier sein, die ich brauche, oder? Ganz genau. Super. Okay, sehe ich schon. Hier ist eine 0. Okay, das ist gut. Dann brauche ich noch die 2 hier erstmal wegkriegen. Okay, den muss ich irgendwie mit der Zeile hier verknüpfen. Hier ist eine 3, hier ist eine 2. Dann mache ich eine Äquivalenzumformung. Die vielleicht mal minus 2. Und die mal 3. Und die drauf addiert. Stimmt das so? Das sieht ganz gut aus. Und damit ergibt sich dann Folgendes. So, okay, jetzt haben wir hier eine 0 und hier eine 0. Jetzt brauchen wir hier noch eine 0. Das heißt, die 3 muss wegkriegen. Okay, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Da mache ich einfach die hier mal minus 3 und die mal 4. Sozusagen genau die Gegenzahlen und eine mit Minus. Das gibt minus 12 hier. Das gibt plus 12. Ja, die fallen weg. Wunderbar, wenn ich sie drauf addiere. Und das ergibt dann Folgendes. So, das war jetzt ein bisschen schwierig zu rechnen. Hier gibt sich wieder, hier bleibt die 0, hier gibt sich eine 0. Hier ist es minus 3 mal minus 3 ist 9. Minus 11 mal 4 ist minus 44. Minus 44 plus 9, minus 35. Okay, minus 17 mal minus 3 ist 51. Genau, minus 39 mal 4 ist minus 156. Minus 156 plus 51 ist minus 105. Gut, die dritte Zeile können wir auch wieder aufschreiben als römisch 3. Hier ist ein bisschen wenig Platz. Ich mache das mal hier drüben. Römisch 3 ist minus 35. x3 ist 105, also minus 105. Also wichtig, wir bauen hier sozusagen die Matrix-Schreibweise zurück auf die ursprüngliche Schreibweise. Also hier bitte unbedingt dran denken, die x3, x2 und x1 an den passenden Stellen wieder einzusetzen. Wenn der Timer geredet hat, habe ich es durch minus 35 geteilt, kriege x3 ist 3 und freue mich. Yeah! Und gehe jetzt wieder rückwärts, wie wir es kennen. Also hier steht dann 4x2. Minus 3 mal 3, also minus 9, ist gleich minus 17. Machen wir plus 9. Haben 4x2 ist minus 8. Teilen es durch 4 und kriegen raus, x2 ist minus 2. Und das streichen, freuen. Yeah! So langsam wird es albern, gell? Ja. Ich fand das auch schon beim ersten Mal albern. Ja. Ich nicht. Ach. 6 mal minus 2 ist minus 12. Jetzt habe ich hier plus geschrieben. Jetzt habe ich ein bisschen abgelenkt. Minus 12, also jetzt minus 2 mal 3 ist minus 6. Bei Mathe muss man voll konzentriert sein immer. Ist minus 15. Plus 18. Haben wir 3. x1 ist gleich 3. Ja, das ist einfach durch 3 teilen. x1 ist 1. Unterstreichen. Ja, freuen. Yeah. Okay, damit ist die Lösungsmenge L 1 minus 2. Und 3. Wunderbar.
Damit sind wir fertig. Und doch, ich muss sagen, war zwar jetzt ein bisschen komplizierte Aufgabe, die sie mir gestellt haben, aber die Matrix-Schreibweise hat es erleichtert. Dankeschön. Gut, schreiben wir uns kurz was dazu auf. Gut, damit können wir notieren die Kurzform eines linearen Gleichungssystems, kurz LGS. Man notiert in jeder Zeile nur noch die Koeffizienten und die Zahl auf der rechten Seite. Und dieses Zahlenschema bezeichnet man als Matrix, also genauso wie wir es vorhin auch gemacht haben. Gut, machen wir noch ein, zwei Aufgaben, vor allem wie man es mit GTR macht, das ist besonders wichtig. Vor allem, weil der GTR diese Matrix-Schreibweise, die wir gerade eben vorgestellt haben, auch nutzt. Wenn man die kennt, dann versteht man auch, was der GTR macht. So, wir kommen zur Aufgabe 1, hier wieder ein lineares Gleichungssystem. Eure Aufgabe schreibt es hier rechts in Matrix-Schreibweise, schreibt es hier drunter in Matrix-Schreibweise und löst es auch in Matrix-Schreibweise, wie in dem Beispiel vorne dran. Die Lösung kommt in 3, 2, 1, jetzt. So, hier die Lösung. Das ist die Matrix-Schreibweise. Hier haben wir es schon direkt Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen umgeformt, hier auf die Stufenform. Wenn ihr das nicht hingekriegt habt und genau nachvollziehen wollt, auf der Seite 213 im Buch sind die Schritte auch nochmal genau angegeben. Allerdings dort in der normalen Schreibweise, aber es wird euch für euch eine gute Übung, es auf die Matrix-Schreibweise zu übertragen. Auf jeden Fall solltet ihr euch die Mühe machen und die paar Minuten nehmen und das wirklich auch selber probieren, so umzuformen, das hinzubekommen, weil das ist die wichtigste Grundlage für die ganzen kommenden Stunden. Das muss einfach drin sein, wie das funktioniert. Ja. Gut, damit ist x3 2, x2 0,5 und x1 minus 1 und die Lösungsmenge ist minus 1, 0,5 und 2. Kommen wir zum Beispiel 2, diesmal mit GTR. So, kommen wir zu einer zweiten Aufgabe. Ihr seht, dieses Mal ist das LGS direkt in der Matrix-Schreibweise angegeben, was auch sehr geschickt ist, denn wir zeigen euch jetzt, wie das Ganze mit dem GTR funktioniert. Wir müssen dort ins Gleichungsmenü, Equation. Bei euch heißt es Equation, hier heißt es Gleichung. Dann wählen wir mit F1 den Typ lineares Gleichungssystem. Und jetzt geht es um die Anzahl der Unbekannten. Wir haben 3 Unbekannte. So, und jetzt bekommen wir hier ebenso ein Eingabeschema angezeigt mit A, B, C, D und so weiter. Und wenn ihr oben mal schaut, dort ist sozusagen eine Gleichung angegeben, die diesen Gleichungen, wie wir sie gerade lösen wollen, entspricht. Und da sehen wir, dass A, B und C sozusagen die Koeffizienten von den Unbekannten sind und dass D die Zahl, die hinter dem Ist gleich steht. Der Herr Fähnrich füllt das Ganze parallel schon mal aus. Einzige, was man hier beachten muss, dass hier zwischen dem dritten und dem vierten kein Strich ist, den wir ja sozusagen von Hand machen. Hier muss man sich den einfach vorstellen. Auch wenn ihr hier ein Minus machen müsst mit minus 23, nehmt dieses Minus, weil es ja ein Vorzeichen ist, minus 23 und nicht das Rechenzeichen. Es kann da manchmal Probleme geben. So, jetzt ist komplett ausgefüllt und jetzt wollen wir es lösen. Deswegen F1 Solve. Gut, wir sehen hier also schon direkt die Lösung. Hier allerdings mit Groß X, Groß Y und Groß Z angegeben. Das entspricht unseren X1, X2 und X3 von vorher. Das heißt, jetzt, wie der Tanz schon schreibt, haben wir im GTR ausgerechnet. X1 ist 37 Siebtel. Da müssen wir im GTR 1 runtergehen, um den Bruch anzuzeigen lassen von dem zweiten. X2 ist damit 22 Siebtel. Und X1... X3, genau. Ist 69 Siebtel. Ist gut, dass der Taschenrechner das kann. Von Hand wäre es ein bisschen schwierig, das zu berechnen. Lösungsmenge ist dann 37 Siebtel, 22 Siebtel und 69 Siebtel. Ja. Gut. Nicht durcheinander bringen lassen dürfen wir uns, wie gesagt, davon, dass es hier Groß X, Groß Y und Groß Z ist. Manchmal wählt man eben diese Schreibweise. Bei uns ist es X1, X2. Und X3. Probiert es bitte mit eurem Taschenrechner auf jeden Fall nochmal aus, ob ihr es hinkriegt. Falls ihr da Fragen habt oder es nicht funktioniert, benutzt wirklich die Kommentarfunktion oder Fragen am Anfang der nächsten Stunde oder beides. Bis dahin auf jeden Fall. Macht's gut. Tschüss. Ciao.